Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer Retro Panda Pickup-Folge. Und heute ist wirklich eine ganz besondere Folge. Und zwar nicht nur, dass ich wirklich massig an Zeug zum Zeigen habe, ihr habt es vielleicht im Thumbnail gesehen, sondern auch, ich habe einen neuen Meilenstein zu feiern. Und zwar durch das NES-Kommando bin ich jetzt auf die über 2000 Abonnenten gekommen. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank an euch alle. Und natürlich willkommen an alle Neuen, die jetzt hier diesen Kanal entdeckt haben und freundlicherweise ein Abo dagelassen habt. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Falls ihr mal Fragen habt zu diesem Kanal oder ähnliches, ab in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich versuche immer wirklich jeden Kommentar irgendwie sinnvoll oder weniger sinnvoll zu beantworten. Freut mich auf jeden Fall tierisch. Das kam jetzt allerdings so schnell, dass ich mir jetzt so keine Gedanken zu irgendeinem Abo-Special machen konnte oder ähnliches. Mal gucken, ob da noch etwas kommt. Vielleicht lasse ich mir da was einfallen, vielleicht auch nicht. Ich mag da jetzt nichts versprechen. Momentan habe ich leider jetzt nicht so über viel Zeit, um irgendwas Aufwendiges zu drehen, leider. Ja, Jahresendspurt überall, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Aber naja, apropos Jahresendspurt, gutes Stichwort, lieber Panda. Und zwar, ihr habt es vielleicht mitbekommen an der einen oder anderen Stelle, ich habe hier so ein kleines Büchlein geschrieben. Die erste Welle an Büchern wurde schon gekauft und habe ich auch schon versendet. Es ist das Gameboy Gurkenbuch. Ich möchte hier einen kurzen Werbeblock einführen. Ich verkaufe die für 7 Euro das Stück. Das Prinzip ein kleines Büchlein mit ungefähr 50 Seiten. Und ich zeige euch mal so ein bisschen was. Das ist im Prinzip Retro Panda quält sich Gameboy, das kleine Buch. Ich stelle hier ein paar schlechte Gameboy-Spiele vor, habe ein bisschen Text dazu geschrieben. Falls ihr Interesse an so einem kleinen Büchlein habt, dann habe ich die weiteren Informationen unten im Beschreibungsfeld geschrieben. 7 Euro inklusive Versand kostet das und dann kommt das zu euch. Wenn ihr Bock drauf habt, würde mich freuen. Vielleicht kennt ihr noch den einen oder anderen, den ihr noch was schenken wollt oder euch mal selber beschenken wollt. Aber das zu der schamlosen und dreisten Eigenwerbung. Aber jetzt kommen wir zu den Pickups, weshalb ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt. Ihr habt schon gesehen, es ist wirklich einiges dazu gekommen. Es gibt auch einiges zu erzählen. Ich versuche mich mal etwas kürzer zu fassen und nicht ganz ausschweifend zu werden. Eigentlich wollte ich diese Pickups schon früher drehen, aber es gab so ein kleines Drama mit einem Centerpiece, nenne ich es mal. Erzähle ich euch gleich dazu. Aber erstmal will ich mit was nicht Gaming-mäßigen anfangen. Und zwar habe ich mir die Warhammer 40.000 Indomitus Box geholt. Da fragt ihr euch vielleicht, okay, das hat mit Retro-Spielen oder Videospielen an sich nichts zu tun. Wer das vielleicht kennt, das ist so eine Art Starter-Set zu dem Warhammer 40.000 Brettspiel, wo im Prinzip zum vergünstigten Preis zwei Armeen drin sind. Einmal die Space Marines gegen die Necrons. Die Necrons sind so ein bisschen so die Space-Untoten des Warhammer 40.000 Universums. Die Space Marines dürften eigentlich den meisten bekannt sein durch diverse Videospiele. Warum zeige ich euch das? Und zwar habe ich mir die geholt, weil ich natürlich so ein bisschen so ein neues Hobby habe, die Sachen ein bisschen anzumalen, ein bisschen zu basteln. Das ist sehr entspannt und sehr meditativ für mich. Und diese Box, das ist eine ganz besondere Box. Und zwar ist die nämlich im Sommer ist die erschienen, weil es natürlich Warhammer 40.000, für die, die es nicht kennen, das ist eigentlich so ein Wargaming-Brettspiel. Und da gibt es natürlich alle paar Jahre gibt es ein neues Regelwerk, um neue Regeln anzupassen, ne? Ein Balance und es kommen neue Sachen dazu und so weiter. Und da ist jetzt die neue Edition herausgekommen. Und zur Feier dieses Launches haben sie halt diese Indomitus Starter Box limitiert herausgebracht. Da gibt es halt noch ein extra aufwendiges gestaltetes Regelbuch und so weiter. Ist alles sehr schön aufwendig gemacht worden. Und die haben es limitiert veröffentlicht. Und ihr kennt es wahrscheinlich selber im Spielebereich. Das war ruckzuck ausverkauft. Ich habe das nicht so stark verfolgt, aber ich glaube, in einer Stunde war alles ausverkauft. Und was war? Wieder das Übliche. Ihr kennt es auch selber, diese ich nenne es mal scheiß Scalper, die sie das gekauft haben, um es dann zum doppelten Preis auf eBay zu verkaufen. Wir lieben ja sie alle. Momentan erlebt man sie ja auch sehr intensiv bei den PlayStation 5 Bestellungen. Und da hat sich den Games Workshop, das ist der Hersteller und der Erfinder des Warhammer Universums quasi, hat das gesehen
und gedacht und auch geschrieben, so nach dem Motto, wir beobachten das, okay, anscheinend ist die Nachfrage nach dieser Box wesentlich höher, als wir uns das vorgestellt haben. Also, wisst ihr was, wenn ihr Bock drauf habt, bestellt die, wir produzieren sie nach, dauert ein bisschen, so ungefähr bis zum Herbst, Winter, dann habt ihr eine. Jeder, der eine Box haben will, kriegt eine. Und das finde ich ein super Mindset und deswegen muss ich mir diese Box auch holen. Freue mich natürlich jetzt da auch so ein bisschen zu basteln und zu sammeln. Aber so ein Verhalten, das würde ich mir doch von so manch anderen Herstellern auch wünschen. Und deswegen habe ich mir die geholt und deswegen wollte ich die euch auch einfach mal zeigen, weil ich das einfach super Verhalten finde. Games Workshop an sich ist natürlich auch ist eine Firma, die es nicht immer consumerfreundlich ist, aber das fand ich eine geile Aktion und das wollte ich dann auch entsprechend unterstützen. Aber weswegen ihr eingeschaltet habt, kommen wir zu den Gaming-Pickups. Und zwar möchte ich anfangen mit einem ersten Paket, was ich sogar kostenlos bekommen habe und wo ich mich tierisch gefreut habe. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte mit der Kettlerschule in Schmelz hatte ich eine kleine Aktion, wo ich mit einer Klasse so eine Fragestunde gemacht habe. Und die haben mir ein super, super süßes Paket geschickt. Unter anderem haben die mir sogar ein Bild gemalt. Ihr seht es vielleicht dort unten im Hintergrund, könnt ihr es vielleicht andeutungsweise sehen. Haben mir ein super liebes Paket gemacht mit vielen Goodies drin. Da war auch der noch eine Mario-Tasse mit dabei und so weiter. Die will ich euch nicht zeigen. Aber unter anderem waren auch 3 Gameboy-Spiele dabei. Und an dieser Stelle möchte ich auch den Boris viele, viele liebe Grüße überlassen. Wir sind ja jetzt ja auch danach, haben wir so ein bisschen zueinander gefunden und sind im regen Austausch und im Kontakt. Finde ich herrlich und an dieser Stelle nochmal viele Grüße an dich. War wirklich eine super Aktion, hat sehr viel Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Und ja, in dem Paket waren auch 3 Gameboy-Spiele. Wunderbar. Und zwar war da einmal Pokémon Rot drin, einmal Pokémon Blau. Und zwar, die sind wahrscheinlich auf dem Mist von Boris gewachsen. Und zwar, weil er ein großer Pokémon-Fan ist. Und ich ja, ich habe es ja schon mal hier und da mal erwähnt. Ich bin jetzt nicht so der Pokémon-Überchecker, weil es irgendwie nicht so meine Zeit war. Pokémon Blau hatte ich auch sogar schon in meiner Sammlung, aber nicht in so einem guten Zustand, wie er mir geschickt hat. Und das Rote kann man natürlich auch immer gebrauchen. Ja, damit wollte der Boris mich so ein bisschen zu einem Pokémon verführen. Wenn ich mal Zeit habe, ich werde auf jeden Fall mal reinspielen. Das auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Und was noch dazu war, und zwar Mickey Mouse. Auch ein schönes Spiel. Das ist allerdings, habe ich es in einer anderen Art schon in meiner Sammlung, kann man sagen. Und zwar ist das so eine Art von Crazy Castle. Da gibt es, es ist ja ein Spiel, wo es aber verschiedene Versionen davon gibt, je nach Region. Es gibt Bugs Bunny Crazy Castle, es gibt Hugo Crazy Castle. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich glaube, das Spiel heißt nur Hugo 1, aber nimmt dasselbe Spiel, tauscht den Hauptcharakter Sprite aus und schon ist es was ganz Neues. Diese 3 Spiele waren in diesem Paket und das hat mich wirklich tierisch gefreut. Ich habe eigentlich mit nichts gerechnet. Ich habe einfach mal aus Spaß an diesem Projekt teilgenommen und da ist wirklich was sehr Schönes rausgekommen. Und diese Wertschätzung von der Klasse und von Boris, die ich dafür bekommen habe, herrlich, freut mich immer noch, war wirklich mir ein Fest dran teilzunehmen und wie gesagt, liebe Schüler, falls ihr auch hier zuguckt, vielen Dank nochmal an das super Paket, hat mich wirklich tierisch gefreut. Aber auch jetzt zum nächsten Thema und zwar habe ich mir noch so ein paar Gameboy-Spiele gekauft. Und zwar fangen wir an mit Lemmings 2. Ja, ich habe ja schon mal, ihr hört es klatschen, die Module fallen nicht tief. Ja, ich habe hier einen Stuhl stehen, da landen die relativ weich. Es gab schon Stimmen beim letzten Pickup-Video, was ich die Sachen hier so rumschmeißen würde, aber die landen hier relativ weit. Es klingt schlimmer, als es ist. Lemmings 2, genau. Und zwar habe ich ja schon mal vor geraumer Zeit einen Test zu Lemmings 1 auf den Gameboy gemacht. Ist ein super Puzzlespiel und jeder, der so in den Anfang 90er, Ende 80er irgendwas mit Videospielen zu tun hatte, kennt die Lemminge. Die waren damals wirklich überall. Ist ein nettes Puzzlespiel, wo ihr so ganz viele kleine Männchen habt, die namensgebend Lemminge. Und die müsst ihr halt durch gewisse Begebenheiten und Level entsprechend buxieren. Ihr habt dann einen Eingang und die müssen zum Ausgang. Lemminge sind halt doof. Deswegen fallen die auch schon mal in Abgründe und sterben da und so weiter. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, den Lemmingen so verschiedene Aufgaben zu
unterteilen. Zum Beispiel einer, der gräbt, um einen Tunnel zum Ausgang zu graben und so weiter. Und ganz vereinfacht gesprochen. Und ich war immer sehr skeptisch, weil das Spiel ist eigentlich auf den Heimcomputern gestartet. Und mit der Mausunterstützung ging das die Steuerung natürlich super. Auf den Game Boy ist das allerdings sehr vernünftig umgesetzt und das habe ich sehr überrascht im ersten Teil festgestellt und deswegen muss ich mir den zweiten auch mal holen. Irgendwann kommt da sicherlich ein Test dazu. Und dann habe ich mir noch zwei Game Boy Spiele geholt. Da habe ich auch schon einen Test gemacht und zwar zu beiden. Auch da ist der Boris, den ich gerade erwähnt habe, nicht unschuldig dran. Und zwar Tiny Toon Adventures 2 und 1. Zuerst habe ich mir den zweiten Titel geholt, den angespielt und einen Test dazu gemacht und war ich sehr angetan, war sehr nett. Und dann meinte der Boris zu mir, hey, der erste Teil, der ist noch besser. Normalerweise sind ja zweite Teile besser, aber hey, gucke ich mir mal an. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein klasse Spiel. Ich habe es sehr, sehr stark abgefeiert. Ihr könnt verschiedene Charaktere wählen. Es sind einfach wunderbare Plattformer-Spiele. Ich habe die Dinger wirklich abgefeiert ohne Ende. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr wirklich mal sehr gute Spiele haben wollt, die auf den Game Boy erschienen sind, Plattformer-Spiele, könnt ihr hier wirklich ohne zu zögern zugreifen. Wenn ihr die Wahl habt, dann eher den ersten als den zweiten Teil. Aber das heißt, dass der zweite Teil nicht schlecht ist, ist im Vergleich etwas schwerer. Und es fehlt so ein bisschen diese Variation des Spielcharakters. Neben dem ersten Teil könnt ihr aus drei verschiedenen auswählen. Könnt ihr denn im zweiten Teil leider nicht. Warum auch immer das weggekürzt wurde. Aber naja, sie wollten wahrscheinlich einen anderen Weg gehen. Aber es zeigt mal wieder, wie diese Konami Tiny Toon Spiele, auch für das Super Nintendo, konnte man damals nichts falsch machen. Ne? Heutzutage denkt man, ach, Lizenzspiel, das kann nichts. Aber das, wunderbar, sage ich euch, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das waren auf jeden Fall meine Gameboy-Pickups. Aber ich habe natürlich noch mehr. Eine Sache will ich euch noch kurz zeigen auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir diesen Game & Watch Super Mario Bros. Geholt. Da habe ich auch schon ein kurzes Ersteindrucksvideo gemacht. Wie ihr seht, bei den Pickups hier habe ich sehr lange gesammelt, bis ich hier das Video gemacht habe und deswegen ist es auch so viel. Ist ein, aber was das Game & Watch Super Mario Bros. Ich habe es mir eigentlich sehr so aus dem Bauch heraus bestellt. Ne? Es ist natürlich so ein paar nicht so geile Sachen, die noch dabei dranhängen, wie zum Beispiel das Ding ist zeitlich limitiert. Also ich glaube irgendwann bis Anfang nächsten Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis März könnt ihr das bestellen. Danach wird es nicht mehr produziert. So solche künstliche Verknappung ist immer Kacke. Und natürlich ist, glaube ich, der Preispunkt mit 60 waren es, glaube ich, Euro. Ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf. Natürlich auch sehr heftig. Dafür stimmt aber die Qualität. Das Display ist sehr hell, sehr geil. Es ist allerdings nur Super Mario Bros. 1 drauf. Denn 2, also das japanische 2, was hier denn bei Super Mario All-Stars The Lost Levels auf Super Nintendo erstmals offiziell erschien. Und das erste Game & Watch Spiel. Ach, Super Mario Bros. 2 ist, glaube ich, auch drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der dritte Teil leider nicht. Die Spiele hat natürlich jeder schon hoch und runter gespielt, ohne Ende. Für mich ist aber Super Mario Bros. 1 ein ganz besonderes Spiel. Und zwar war das so mein erster Bezugspunkt zu Nintendo war, weil es war wirklich damals so, dass mein Bruder damals sich das NES, ich glaube, zu Weihnachten gewünscht hatte und da war natürlich logischerweise Super Mario Bros. Dabei und wir haben das wirklich hoch und runter gespielt und deswegen ist das bei mir so im Kopf geblieben und deswegen, ja, ich wurde schwach. Eigentlich will ich so eine künstliche Limitierungspolitik ja nicht irgendwie verfolgen, aber da wurde ich schwach. Hab's mir geholt, kann man nichts machen. Als nächsten Pickup eine super Stück für meine Super Nintendo Big Box Sammlung. Terranigma in der Big Box. Wie ihr wisst, ich sammle normalerweise nicht großartig OVP-Spiele, sondern die Module reichen mir. Ich bin eher so der Spieler und nicht nur der Sammler, bis auf, ich gucke gerade nach rechts, was gleich kommt. aber bei diesen Big Boxes, diese Super Nintendo Big Boxes, die sind bei mir so besonders im Kopf geblieben, weil ich hatte damals Secret of Mana und Mystic Quest und das war für mich schon damals so was ganz Besonderes. Das waren besondere Spiele, das waren ja meistens diese Rollenspiele und diese Verpackung, die drumherum war, denn noch dieser Spieleberater dazu und etc. Das war einfach, man wusste gleich, hey,
hier erwartet dich wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt, die ganzen Big Boxes für Super Nintendo irgendwie voll zu kriegen. Ein paar habe ich schon, ich gucke immer so nach links, da stehen die nämlich gerade. Terranigma ist einer dieser eher günstigeren Big Boxes und das habe ich jetzt mal spontan gegönnt. Ich bin da drüber gestolpert. Ich habe es auch nicht in super, super, super Sonderpreis bezahlt. Aber wie ich ja schon hier und da mal erwähnt habe, ich bin nicht so der Schnäppchenjäger. Auf der Jagd habe ich immer nicht so viel Spaß. Ich will es haben, ich will es spielen und gut ist. Das Spiel habe ich bisher reingespielt, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das kann ich jetzt von damals nicht. Hat auf jeden Fall einen sehr guten Leumund, was auch verständlich ist, weil ein Big Box Spiel, das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Ich muss mal schauen, wann ich mal wirklich die Zeit habe, da tiefer einzutauchen. Das ist ja leider so bei diesen Rollenspielen, die dauern etwas länger. Da braucht man etwas mehr Zeit und Ruhe, um das sich da mal mit genauer zu beschäftigen. Das ist halt was anderes als diese Gameboy-Spiele, die man halt relativ schnell durchgespielt hat und dann auch ein Testvideo drüber machen kann. Ja, das harte Leben eines YouTubers. Nein, Spaß. Auf jeden Fall super Zugang für meine Big Box-Sammlung. Ich habe auf jeden Fall mal Bock und Spaß, mich damit zu beschäftigen. Schauen wir mal, Mann. Aber genug der langen Vorrede. Es kommt ein Schnitt. Und dann zum Highlight der Pickups. Und zwar der große Mega-Neuzugang und auch ein neues Sammelgebiet für mich ist der Virtual Boy. Ich weiß, da werden jetzt einige Leute von euch große Fragezeichen vor den Augen haben. Ja, in der OVP, japanische Version. Warum der Virtual Boy? Ich habe den schon länger mal in meinem Auge gehabt. Das Ding ist ja so ein kurioses Ding, was 1995 erschienen ist in Japan und in Amerika. Meine persönliche Theorie, es ist nicht die offizielle Version, ist ja, dass das eigentlich der von Nintendo geplante Nachfolger vom Game Boy ist. Ich sage, das ist meine persönliche Theorie. Ist aber gefloppt, weil es natürlich so ein paar technische Ungereimtheiten hat, ne? Es war nicht so mobil wie der Game Boy. Man konnte so im Sitzen benutzen und so weiter. Aber es hat einen 3D-Effekt und das fand ich schon immer faszinierend. Ich hatte noch nie einen in der Hand. Ich habe mal so einen vielleicht auf irgendeiner Börse mal so aus der Entfernung gesehen und so weiter. Und es hatte aber immer so ein gewisses Interesse an dem Ding. Faszinierte mich das, Gott, ich bin jetzt so aufgeregt. Ich verliere schon die Worte. Aber was faszinierte mich das immer? Und da habe ich immer gefragt, wie ist das? Und es ist ein sehr überschaubares Sammelgebiet, weil ich glaube, aus dem Kopf heraus irgendwas knapp über 20 Spiele sind dafür offiziell rausgekommen. Also kriegt man es eigentlich relativ gut hin. Und sind aber auch einige gute Spiele dabei. Und ich wollte mich immer mal damit beschäftigen. Und dann hatte der Boris von vorhin, hatte sich so ein Ding geholt. Und meinte so, aha, okay, wie teuer ist das denn? Und wie läuft das denn so ab? Und ja, einfach bei Japan eBay gekauft und geschickt und wunderbar, klappt alles. Da habe ich gedacht, okay, gut. Wisst ihr was? Scheiß drauf, ich hole mir auch so ein Ding. Ne? Wie so immer so aus der Entfernung immer so drauf schielen und haben wollen. Einfach mal machen. So, habe ich ein gutes Angebot gefunden, zugeschlagen, per PayPal bezahlt und es passierte nichts. Der Verkäufer hat es nicht losgeschickt. Ich habe danach gefragt. Okay, hast du losgeschickt? Ja, habe ich. Hast du die Tracking-Nummer? Keine Antwort mehr. Denn die ist halt irgendwann, ne, ihr kennt es vielleicht leider durch die ganzen Schritte, man muss halt abwarten, weil es natürlich ein relativ langer Lieferzeitraum angegeben war durch Versand aus Japan, bis das alles geschlichtet war. Ich habe meine Kohle natürlich wiederbekommen, wegen PayPal zum Glück. Und dann habe ich mir danach das beim anderen Händler gekauft und ohne Witz, ich habe es Donnerstag bestellt, Montag hatte ich schon in den Händen, also ne, so geht's auch. Und da war halt das dabei, sogar noch ein paar kleine Zubehörsachen mit dabei, was ich vorher nicht so hatte in den Umfang. Also da ist hier noch so ein Schutz dabei, eine Abdeckung für das Stromkabel und so weiter. Und das habe ich jetzt auch endlich da und probiert und ich muss sagen, dieser 3D-Effekt, der ist schon cool. Also ich glaube, gut stundenlange spielen sollte man damit wirklich nicht machen. Ich habe da bisher auch nur relativ kurz reingespielt.
aber ist schon sehr faszinierend und ich habe wirklich Bock, mich mit diesem System zu beschäftigen. Gerade weil das so ein Kuriosum ist und auch hier im deutschsprachigen Raum nicht großartig irgendwie gefeatured wird. Ich werde auf jeden Fall mal ein Video machen, wo ich nochmal genauer die Box zeige, euch nochmal genauer die Konsole zeige, falls das irgendwie interessiert, um mal zu gucken, okay, hier steckt man das Spiel rein, das ist in der Box dabei, etc. Dass einfach mal so einen Eindruck bekommen, wie das Spiel ist. Und es wird auch Tests geben. Und zwar habe ich schon den ersten Test vorbereitet. Welches Spiel zeige ich euch gleich. Muss ja natürlich so ein bisschen den Umweg gehen, das auf dem Emulator spielen für die Videospielaufnahmen. Und das ist natürlich dieser 3D-Effekt nicht so gut abbildbar. Aber um euch einfach mal zu zeigen, hey, das Ding hat auch wirklich gute Spiele. Weil normalerweise, ne, es gibt auch ein Video vom irgendwie Video Game Nerd dazu und so weiter, wird das Ding eher verlacht und auf diese, ich sag mal, nicht so optimalen technischen Sachen bezogen. Ne? Dieses rote, dann diese unbequeme Sitzhaltung, was man bei dem Ding haben muss und so weiter. Aber ich will mir einfach mal diese Sachen wegnehmen. Okay, das muss man akzeptieren. Das Ding ist halt technisch so gesehen nicht optimal. Aber es ist auch wirklich ein gutes Gerät zum Spielen. Das Ding ist 32-Bit im Gegensatz zu 8-Bit vom Game Boy. Gut, diese rote Farbe ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt aber gelesen, dass diese rote Farbe ausgewählt wurde, weil das von der Batterieleistung her am wenigsten Strom zieht. Die hätten jetzt auch irgendwie andere Farben benutzen können, aber die hätten halt immer mehr Strom gezogen. Deswegen haben sie sich fürs Rot entschieden. Und da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Spiele dabei, was ich so bisher gesehen habe. Das finde ich einfach super. Ich möchte so ein bisschen diesen Virtual Boy und seine Spielbibliothek für mich erforschen und euch daran teilhaben. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Nächsten Mittwoch müsste der erste Test kommen. Zeige ich euch gleich, welches Spiel. Und apropos Spiel, Übergänge kann ich. Ich habe mir natürlich auch einige Spiele geholt. Also ein paar. Und ich habe beschlossen, hey, wenn ich schon den Virtual Boy in OVP habe, die Spiele, die will ich auch in OVP haben. Gerade weil es halt eine überschaubare Zahl ist. Ich glaube, da gibt es natürlich auch die üblichen 2-3 Verdächtigen, die super teuer sind. Mein Ziel ist es erstmal, das japanische Fullset irgendwie zusammenzukriegen. Und beim ersten Spiel fangen wir gleich mal an. Das war auch bei der Konsole dabei, die ich bestellt habe. Mario Tennis ist ein klassisches Mario-Tennis-Spiel. Ihr könnt aus verschiedenen Charakteren auswählen. Das habe ich auch schon auf dem Virtual Boy angetestet. Macht sehr viel Spaß. Es hat ein sehr simples Tennisspiel, aber muss ja nicht verkehrt sein. Also so ein Ersteindruck hatte ich so ein bisschen so das Spielgefühl von dem Game Boy Tennis. Nur, dass ihr hier wirklich aus offiziellen Nintendo-Charakteren auswählen könnt. Ne? Mario, Luigi etc. sind alle dabei. Macht Spaß. Viel Zeit habe ich noch nicht reingesteckt, aber ist super. Und dieser 3D-Effekt ist mit dem Spielfeld, mit eigenen Aufnahmen kommt das nicht so gut rüber, wie gesagt. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese normalen Emulator-Aufnahmen, die ich euch irgendwo einblende und auch in den Tests zeigen werde. Ist ein sehr, sehr cooles 3D-Verhältnis, macht wirklich viel Spaß. Dann habe ich mir noch in einer anderen Auktion geholt, Panic Bomber. Das ist quasi aus dem Bomberman-Franchise, ist von Hudson Soft, die gefühlt relativ viele Spiele dafür umgesetzt haben für den Virtual Boy. Ist so eine Art so Match-3-Ding. Ne? Ihr habt ein normales Puzzlespiel, von oben kommen Sachen runter, ihr müsst halt mindestens 3 kombinieren, damit sie verschwinden. Beim Gegner dann halt entsprechende Hindernisse hinmachen. Da kommen natürlich auch hier und da Bomben rein, die ihr irgendwie strategisch benutzen könnt. Aber davon gibt es den Test Mittwoch, deswegen halte ich mich bei dem Ding jetzt relativ kurz. Ich erkläre euch darin alles, wie alles funktioniert und so weiter. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr Bock drauf habt und auch neugierig und da reinschauen werdet. Dann habe ich noch ein Spiel mir geholt, und zwar wie Tetris. Ja, Tetris auf dem Virtual Boy. Da habe ich jetzt noch nicht so intensiv reingespielt. Ich glaube, es gibt da auch noch einen speziellen 3D-Modus, wo ihr das so kombinieren könnt und nicht nur das normale Tetris nur mit einem 3D-Hintergrund. Zumindest hoffe ich das. Werde ich einfach mal sehen, würde ich sagen. Und dann haben wir quasi jetzt noch eine super Premiere. Also diese Spiele so mit Verpackung, und die kriegt ihr in Japan so
irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Das geht, finde ich. Und deswegen macht auch das OVP-Sammeln da Spaß. Es gibt natürlich so ein paar Ausreißer nach oben, wie das Wario Land-Spiel, was mit Verpackung denn schon so 80, 90 Euro mindestens kostet. Aber das ist auch das beste Virtual Boy-Spiel, zumindest vom Neumond her. Aber man hat dann auch so Gelegenheit, noch an einigen Old New Stock zu kommen. Was heißt das? Das sind Spiele von damals, die quasi noch neu sind. Das heißt, sie wurden als, ich habe mir noch drei geholt, die dann quasi als neu angeboten worden sind. Aber ich weiß nicht, wie der Terminus ist, weil sealed sind sie ja nicht, weil sie war jetzt nicht eingeschweißt. Ich weiß das natürlich nicht, ob Spiele damals einfach nicht eingeschweißt wurden oder ob die Einschweißung jetzt fehlt. Ich habe die Dinger jetzt noch nicht ausgepackt, sondern nur hier in so einen schönen Plastikschutzcase gepackt. Vielleicht seid ihr da klüger. Wisst ihr, ob die Virtual Boy OVPs eingeschweißt waren oder nicht? Na, wird man sehen, würde ich sagen. Jedenfalls als erstes ist dabei bei den neuen Vertical Force. Das ist im Prinzip euer Standard Shoot'em'up. Nur natürlich muss ja irgendwie die 3D-Sache mit reingebracht werden. Und ihr habt zwei Ebenen. Ihr habt eine obere und eine untere Ebene, wo ihr immer wechseln könnt. Und auf beiden sind natürlich Gegner. Aber ansonsten ist das Spiel relativ rudimentär. Dann habe ich mir noch geholt. Galactic Pinball. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es ist ein Flipper. Ich habe ganz kurz reingespielt hier für die Aufnahmen. Es gibt verschiedene Tische. Die Flipper-Physik, ich bin da kein Experte für, aber sieht vernünftig umgesetzt aus auf jeden Fall. Und das letzte von diesen neuen Spielen habe ich Tille-Roboxer. Ist so eine Art 3D-Boxspiel, quasi Punch-Out für den Virtual Boy, kann man sagen. Auch da habe ich leider noch nicht intensiv reingespielt. Ich überlege noch, ob ich mir die Spiele da mal irgendwie rausholen soll zum Anspielen oder ob ich die Dinger so jungfräulich lasse. Ich überlege es mir. Aber wie gesagt, wenn der eine oder andere vielleicht sagt, hey, die Dinger kamen eigentlich eingeschweißt, dann sind die ja nicht sealed, dann kann ich ja mal vorsichtig gucken. Aber ich sehe gerade nach rechts, Virtual Boy. Wunderbar, ich habe voll viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr merkt irgendwie meine Faszination und meine Freude an dem Thema. Es wird wirklich fantastisch, gehe ich fest von aus. Und wie gesagt, es wird Virtual Boy Content geben hier auf diesem Kanal. Nicht in überbordener Maßen-Manie. Gott, ich laber schon zu lange für die Pickups. Deswegen, ich würde sagen, nochmal vielen, vielen lieben Dank an die über 2000 Abos und herzlich willkommen an alle Neuen. Ich hoffe, mein Pickup-Laber-Video hat euch dieses Mal auch gefallen und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.